Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind mittlerweile bei Folge 43. Wir machen weiter im Schlingdorntal. Und zwar haben wir gerade unsere tollen Lederdinge bekommen von unseren Krokodilen hier. Ja. Von den Schnuppern. Und bringen die mal zurück. Und auf dem Weg gehen wir erstmal ein bisschen verkaufen. Die wollen mal unsere Taschen wieder überquellen. Ich gucke gerade auf die Karte. Wie ihr hört, bin ich noch ein bisschen erkältet. Aber mir geht schon wieder was besser. Aber darum konnte ich jetzt die Tage nicht aufnehmen. Weil ich höre mich ein bisschen an wie ein kaputtes Radio oder so. Hab schon gesagt, Spaß den Leuten das. Und sobald sie wieder was besser geht, nimmst du weiter auf. Gesagt, getan. So viel zum Thema Franzi. Gestern habe ich auch ein bisschen gespielt. Und war sogar in einer Instanz, beziehungsweise zweimal im... Ach, wie heißt es denn jetzt? In den Todesminen. Das war noch mal lustig. Allerdings war ich jetzt nicht einmal im Computer, sonst hätte ich das aufgenommen. Ist ja egal, ob wir gucken. War noch mal echt lustig. So. Das alles zu sehen. Wie ihr seht, das bin ich proppevoll. Oh Mann, Mann, Mann. Ich muss unbedingt verkaufen. Jo, schmeißen wir den weg. Ich will eigentlich gar nichts wegschmeißen. Doof, doof, doof. Questgegenstand, Questgegenstand. Ach, sagen wir, wir haben es nicht gesehen, so. Ich will theoretisch ja ledern. Oh gut, das nicht geht, das geht nicht. Ach, das ist nicht wahr. Da sind jetzt wahrscheinlich super EBX des Todes drin oder so. Oder auch nicht. Gut. Schnell zum Verkaufen. So können wir da was zum Abgeben. Nein, nein. Das sind die einzelnen Quests da. So. Dann will ich ein bisschen verkaufen. Wenn wir es geschafft haben. Am liebsten würde ich ja schnell nach Sturmwind die Sachen der Hexe schicken. Das wäre am einfachsten. Ja, weil ich glaube, alles was ich habe, brauche ich nicht verkaufen. Oder kann ich nicht verkaufen. Mehr. Ja, das ist doof, doof, doof. Ja, das können wir verkaufen. Wir brauchen einen Briefkasten. Loro und dann Inji, der nicht da ist. Ich glaube, der Briefkasten der Mobile, der wurde erst später hinzugefügt. Mit Bottle K. Das war eine tolle Erfindung. Und dann zack, die Briefe verschicken. Und nachher wurde es überflüssig. Als dann auch das Reisemoment dazu kommt. Das war eine tolle Sache. Und dann direkt verkaufen. Jungs hat man auch große Taschen gehabt. Ist eigentlich furchtegal, wa? Ja, ich habe jetzt so viel in den Taschen, so viel Material, dass die Taschen voll sind. Das dauert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Taschen, ich glaube, 30 Platz oder so sind, eine Tasche. 30, 90, 120, 180 Platz. Oder ist es egal, ob du so sammelst. Da die Taschen quasi umsonst sind, was dafür dann rumgefahren wird, da in der Legalisation, ist das kein Problem. Das heißt, meine Charakter hatten diese 30er Taschen. Ja, aber jetzt soll nicht. Jetzt haben wir sie nicht. Jetzt können wir rumklagen hier. Ich glaube, da vorne in dem Lager müsste auch eins sein. Mal gucken.
Flugmeister, nein, reparieren. Oh, da ist das schon wieder. Da ist mal wieder unsere Suchoption ist wieder gewesen. Ich versuche jetzt ein paar mehr Folgen direkt aufzunehmen, quasi vorzuproduzieren, dann habt ihr mich in der tollen rauen Stimme ein paar Videos. So, das soll jetzt. So, vielleicht können wir irgendwas verarbeiten. Naja. Oder auch nicht. Oh, das sieht toll aus. Wir haben eine lange Schwanzfeder. Wir machen das so. Wir fliegen jetzt einfach mal nach Booty Bay oder Weidebucht. Verkaufen da ein bisschen. So. Naja. Aber ich verstehe dieses Loot-System noch nicht. Aber allerdings, das erste Mal, als ich gestern in Todesmine war, ich war zweimal, wurde ich gezogen. Vielleicht deshalb. Da habe ich alles Mögliche bekommen, auch was ich gar nicht wollte. Ein paar Sachen waren gar nicht mal verkehrt. Ich weiß gar nicht, hier die Todesmine. Da gab es coole Sachen. Wenn da komme, von dem Krümel habe ich hier das tolle Ding, das Nudel bekommen. Das war cool. Von der Van Cleef. Ich glaube, das Ding habe ich bekommen. Nee, das nicht. Aber hier die Brust habe ich bekommen. Und hier kann nicht mal verkehrt. Und von dem Captain, das ist auch getrunken, das wollte ich eigentlich haben. Ich habe gedacht, ist jetzt doof als Krieger, wenn du darauf Bedarf würfelst. Aber dann hat es einen Hexenmeister bekommen, habe ich gedacht, toll, jetzt auch Bedarf davon können. Na gut. Ich glaube, davon ist gar nichts viel gedroppt. Ich glaube, die Hose ist gedroppt. Das da ist gedroppt. Da kann ich auch nichts mehr anfangen. Das ist auch gedroppt. Oh, cool. Für meinen Krieger jetzt. Dann ist das da gedroppt mit der Ausdauer. Ja, für einen Ruinen, aber gut. Das hatte ich auch bekommen, obwohl ich es auch nicht vorhaben wollte. Ich habe immer Gier gemacht. Aber dann ist das halt passiert immer wieder. Ich gehe erst Briefe verschicken. So. Hier ist ganz viel Platz. Hoffe ich. Und das die Bibliothek, den bringe ich mal auf die Bank. Das müllt auch in den Taschen voll. Das brauchen wir. Man nachher erst trinken können. Auf der Bank. Okay, naja, viel Platz. 4 Stück. Gut. Haben oder nicht. Aber mittlerweile glaube ich, dieses Fest ist vorbei. So. Schwupp. Schattentext. Jetzt haben wir hier wieder Klingen und Teilseiten. Gucken, ob wir wieder eine fertig haben. Kapitel. Schlingendanteils, wenn ich sie finde. Fehlen noch 2 und da fehlen auch noch 2. Okay. Ich die wieder da oben rein. Upsala, jetzt habe ich es zugemacht. Aber neu stopfe ich die da oben rein. Das Tolle ist, wenn ich die jetzt irgendwann fertig habe, kann ich die anderen Auktionshaus verkaufen. Die gehen nämlich immer noch weg. Das finde ich sowas von toll. So, das tun wir auch da rein. Zack.
können wieder zum Lehrer. Wir haben wieder viel Gold. Hier und dann zack, rum ist sie weg. Ich glaube, die haben wir schon abgegeben. Mal gucken. Ich meine ja, was da schon das. Ja, ich glaube schon. Okay. Dann auch, da haben wir noch ein Messer hin, das können wir auch noch verschicken. Ach, das ist auch die Dexas-Weste auf. Quest. Bisschen sortieren hier. Ist auch Quest. Das können wir da lassen. Ist auch. Okay, anscheinend ist der Stapel. Wenn ich jetzt auch nicht weiß, wo es ist. Ja, jetzt ist es weg. Okay. Ich hab's weggezaubert. Nee, keine Ahnung, wo es ist. Kann man nicht sagen, ne? Okay, hat sich versteckt. Das ist eigentlich ganz cool. Weil damit kann man direkt umskillen. Ohne halt Geld auszugeben. Und nachher macht das halt teuer. Das Muskeln, das ist nämlich immer doof. So. Tada. Wieder was mehr Platz. So, mal gucken, ob wir irgendwas herstellen können. Na gut. Ich gucke auf die Gildenbank, ob da was Tolles ist. Ich bin mittlerweile in einer Gilde. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt hatte. Das ist diese Startgilde. Das ist immer ganz toll. Die schmeißen hier alles Mögliche auf die Bank. Manchmal auch viel, viel Müll auf die Bank. Mal gucken, was ich brauche. Vielleicht habe ich ja Glück. Und Seite 4 und Seite 8 ist drauf. An Seite 4. 21. So weiß ich gerade nichts mehr rausnehmen, aber ich. Ist nicht so schlimm, weil die anderen Seiten sind nicht drauf, die ich brauche. Scharfer Pfeil, Stufe 10, das haben wir. Okay, ich mach den mit. Da ist. Besser. Kann man nicht vergleichen. So. Gorilla-Funktion, die braucht man auch nachher hier im Schlingenlandtal, um den Obergorilla zu rufen. Leuchtendes Blut weiß ich gar nicht mehr, das war auch für eine Quest. Ich habe sowas milde Gewürze. Weißt du, was da drauf? Na gut. Oder Ewergedärme. Ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Ich glaube, die braucht man nur für. Ich glaube, die Quest oder nachher diesen komischen Westfall-Eintopf. Da bin ich gerade überfragt, das weiß ich nicht. Ihr seht, ist hier eigentlich nur Strunks drauf. Nichts, was man Tolles lernen könnte. Und vieles, vieles dasselbe. So. Gut. Wenn wir da mal zum Platz jetzt gehen wir ein paar Quests abgeben. Der nicht. Ich glaube, das ist wieder da oben. Da. Mit dem Leder. Verarbeitung hier. Jawohl. Nein. Daneben. Ja, da ist es hier. So. Zack. Ja, toll. Ja, gar nicht mehr verkehrt. Was muss ich da machen? Genau, das ist jetzt quasi der das Oberkrokodil. Gucken, gucken, gucken. Tja, für das, was ich machen will. Da ist da was. Da Salz.
Ne? Hier schon mal die Balken. Mal gucken, brauchen wir den? Ich meine, liegt mit dran, aber okay. Das nützt uns gar nichts, die könnten wir herstellen. Farbstoff. Ein feiner Faden. Schmeißt du gleich. Die schicken wir dann wieder zu unserer Hexe. Da super. So, ist das hier Melonen oder so? Manchmal sieht es ganz lustig aus, was es hier alles so gibt. Ich glaube, oben ist eine, wo man dann lernen kann. So, gleich mal gucken. So. Die besten Angebote weit und breit. Was haben wir noch Tolles? 130 sind wir jetzt. Gucken gleich mal oben, was da noch was Tolles. Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. So viel gehabt. Naja, gut, was soll's. Okay, oder auch nicht. Ja. Und davon haben wir jetzt noch zwei. Schicken wir die jetzt gerade noch weg und dann gehen wir weiter. Was hier unten muss man erledigen müssen? Nein, nur hier oben. Insel. Ich glaube, da sind diese komischen Wasserelementare drauf. Damals gab es da eine Quest, die war immer sowas von ultra verbuggt. Ich glaube, die habe ich letztens auch schon mal gemacht hier. Ich glaube, die funktioniert sogar. Mit dem komischen, was heißt denn mit dem komischen Altar unter Wasser ist das? Ich sage, ich weiß nicht, ob, also bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die gemacht habe. Ich meine ja. So gut, lassen wir uns überraschen. So. 30% vom Level haben wir. Weit, weit geskillt haben wir auch schon. Wenn das, ne, das kann man doch nicht machen. Schade, schade, schade. Das ist ganz cool. Fliegen wir erstmal zurück zum Stützpunkt. So. Nein, der ist falsch. Oder Rebellenlager, vielmehr Stützpunkt. Ich war dann hier beim Militär. Und wo ich auch gestern drin war, war ein Verlies. Allerdings hat das, glaube ich, gar nicht so viel gebracht. Weil ich mit dem Krieger erst 20 bin. Brief, was machen wir denn jetzt wieder? Da, Schloss Loot. Ich fand, da gab es jetzt auch nicht so tolle Sachen im Verlies. Das Verlies. Quest habe ich gemacht. Ja. Ich glaube, das hat mir nicht mal gefallen. Narrenquest. Narrenquest. Ja, hier, das Ding ist gefallen. Faustwaffe. Naja. Sieht nicht so spektakulär aus. Also gibt es nicht wirklich viel. So gewollt. Und die habe ich auch bekommen. Viel cooler macht das nach Ignomerica an. Puh, das war auch eine tolle Instanz. Ich habe es irgendwann gehasst. Thermalrad. Ja.
lustige Sachen. Okay, so. Was ihr gerade, wir sind wieder bei den 20 Minuten gelangt. Ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.